willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute schon meine Foundation drauf. Und zwar möchte ich heute euch die Palette zeigen, die ich diese Woche jetzt auch sehr oft benutzt habe und die mir wirklich, wirklich, wirklich super gefällt. Und zwar die Dominique Christensen Palette von der Dominique Cosmetics. Hier findet ihr ein Bild von der YouTuberin. Sie ist wirklich eine wahnsinnig bezaubernde junge Dame, sie hat Familie. Sie ist eine ganz, ganz süße und auch sehr erfolgreiche YouTuberin. Also hat um die 4-5 Millionen Abonnenten auf YouTube. Auf Instagram ebenso viele. Ist auch sehr, sehr oft Kooperationspartner mit verschiedenen Firmen, gibt Meinungen ab und so weiter. Und sie hat jetzt eine eigene Palette rausgebracht, die wie folgendermaßen aussieht. Und ich werde heute für euch einen sehr, sehr, sehr coolen Look, ich hoffe, er wird cool, ich schwöre, er wird cool, damit schminken und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Hier unten dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke da lassen, das würde mich wahnsinnig freuen. Ich hoffe, dass ihr auch fleißig bei der Verlosung, bei dem Gewinnspiel, das verlinke ich euch hier oben, mitgemacht habt. Das würde mich wahnsinnig freuen, ihr Lieben. Und ich würde sagen, ab ins Tutorial. So, wir starten. Ich habe praktisch den Concealer benutzt, den Makeup Revolution Conceal and Define Concealer, habe es aufs Auge aufgetragen. Und ich fange mal an mit der Farbe Vanilla Cream. Und trage das jetzt aufs gesamte Lid auf, um es zu setten, weil ihr seht ja schon, mir hat es da ein bisschen den Concealer in meine Augenfalte gerutscht. Und ich finde diesen gelben Ton super, super geil. Es gibt halt eurer Haut einen super, super hellen Effekt. Das soll auch ein sehr natürliches Make-up werden. Ich werde euch einfach zeigen, wie ihr mit so Anführungszeichen langweiligen Paletten einen tollen Look sowohl dramatisch zaubern könnt, wie auch sehr leicht. Das wird übrigens auch eine Art Make-up-Look, den ich in die Arbeit sehr oft trage. Die letzten zwei Wochen, wo ich die Palette habe, habe ich die jeden Tag benutzt. Das mache ich eigentlich immer so. Und stay tuned, ich werde definitiv im Mai eine ganze Woche für euch hochladen, BH Cosmetics Woche, beziehungsweise das über mehrere Tage in der Woche verteilen. Der wird dann immer der Mittwoch und der Freitag eine BH-Tags haben. Und Sonntag kommt dann so ein reguläres Video über verschiedenste Themen raus. Da wird es praktisch so BH-Wochen geben, wo ich euch die ganzen Paletten, die Zodiac, die Carly Bible und so vorstelle. Und ich hoffe, da habt ihr echt Bock drauf. Deswegen abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch definitiv dabei seid. Ich gehe jetzt zuerst mit einem sauberen Pinsel in die Farbe Caramel. Und ihr seht ja, ich habe wirklich ganz, ganz leicht reingetippt. Die Farben lassen sich spielend verblenden. Also ich habe... etwas Fallout habt ihr, das ist so, aber jetzt nicht übermäßig, dass ich jetzt sagen würde. Also ihr seht auch an dem Auge, ich habe jetzt auch das Augenlid ja nur mit der Farbe gesettet, aber ich sette jetzt nicht mehr so mit krassem Puder, weil ich gerne die Farbintensität erhalten würde und das wirklich so cool die letzten Mal rausgekommen ist. Ich teste übrigens gerade die LA Girl Pro Matte Foundation und zwar diese hier. Die wird gerade so enorm gehypt und was gehypt wird, muss die Jenny natürlich kaufen, um für euch zu testen. Spaß, ich bin jetzt eigentlich echt mit den Foundations, bin ich echt immer sowas von, oh, ich bin da so neugierig. Und die Review dazu kommt nächste Woche. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich in die Creases Caramel gegeben. Fallout gab es jetzt keins. Und dann gehe ich in die Farbe Pumpkin Spice mit demselben Pinsel, weil es aus derselben Farbe von mir kommt. Und bleibe in dem äußeren Drittel meines Auges und vertiefe praktisch meine Crease. Die lassen sich so super aufbauen. Leute, das ist krass, das ist richtig geil. Mir gefallen diese Farben von dieser Palette unnormal gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine andere Palette hätte, wo ich jetzt so einen ähnlichen Look kreieren könnte, aber ich muss euch sagen, ich habe jetzt keine Palette, wo ich jetzt so einen tollen Look herkriege, wo ich sage, dass die Farben halt sich so einfach verblenden lassen. Ich habe jetzt praktisch das innere Stück rausgelassen und habe jetzt drumherum verblendet. Jetzt gehe ich mit einem etwas spitzeren Pinsel in die Farbe Hazelnut. Und gehe damit in die äußeren Teile meines Lides, um praktisch mir ein Halo-Eye zu zaubern. Das wird natürlich nochmal ein Ticken dunkler, aber jetzt fangen wir erstmal mit Hazelnut an. Also lassen sich super verblenden. Wenn ihr praktisch weiterblendet, dann nehmt einfach den Pinsel und nehmt mit der alten Farbe nochmal die Farbe auf und geht mal rüber.
Dann geht ihr praktisch nochmal in Hazelnut und vertieft eure Crease. Das sieht voll abartig aus, wenn ich so das Auge reindrücke. Das fällt mir immer erst auf bei den Tutorials, aber that's the way it goes. Dann geht ihr einfach nochmal in die dunklere Farbe, und zwar in das Mocha. Diese Palette könnt ihr bei Beauty Bay ergattern. Und zwar kostet die gerade, ich glaube, 36 oder 37 Euro und ein paar verquetschte. Ich finde das super. Ich finde das gar nicht so viel, weil ich ehrlich sagen muss, dass die Farben ganz toll sind. Ihr könnt wirklich auch ganz tolle, bolde Look damit zaubern. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dazu genötigt seid, jetzt voll neutral zu bleiben, weil ich finde zum Beispiel dieses Pumpkin total geil über dem ganzen Auge. Seht ihr ja, das trägt sich total gut auf. Ich trage jetzt hier noch ein bisschen das dunklere Mocha auf, damit ich ein bisschen Dimension bekomme. Und verblende die äußeren Ränder nochmal mit der Farbe Pumpkin Spice. Die Farbe, also die Pumpkin Spice Haare gefällt mir echt am besten, weil die irgendwie so, so soft aussieht. Total geil. Ich werde jetzt mir ein bisschen was rauscutten aus dem Auge und komme dann sofort zurück zu euch. So, ihr Lieben, ich habe jetzt mir ein Areal ein bisschen ausgespart und habe praktisch ein bisschen Baking Puder drunter gegeben. Ich werde jetzt in die Farbe Macchiato gehen, und zwar gehe ich gerne mit dem Finger, Leute. Also ich mag das gerne, Pigment oder Glitzer mit den Fingern aufzutragen, und jetzt trage ich mir einfach, wow, in diese ausgesparte Hälfte dieses ganz, ganz tolle. Es sah sehr unscheinbar in der Palette aus, das kann ich euch aber sagen. Ich gucke mal, ob ich so nah wie möglich rankomme. Das ist der Shit, Leute, das ist der Hammer. Also, wenn man so denkt, in dieser Palette, das sieht so Standard aus, aber Standard, Leute, das muss gar nicht sein. Das ist so etwas, was... Also, Dominique Christensen ist eine sehr, sehr klassische Schönheit. Also, sie hat wirklich tolle, einfache, aber irgendwie total effektive Looks. Hat auch oft Tipps für Looks für besonderere Tage. Aber ich gehe jetzt einfach in den Pinsel nochmal rein, wo der Pumpkin Spice drauf war. Also praktisch diese Farbe. Da gehe ich noch mal ein bisschen rein. Gehe noch mal hier in die Outer Edges und mache das noch ein bisschen softer, weil das sonst einfach zu hart aussieht. Und dann werde ich noch ein bisschen Lila mit einarbeiten, weil ich das unbedingt ausprobieren möchte, ob das gut aussieht. Ich hoffe es doch. I hope so. Ich gehe jetzt praktisch in so eine ganz weiche Brush und gehe jetzt in dieses Lila. Das ist übrigens auch mega pigmentiertes Zeug. Und gehe jetzt praktisch in die Outer Edges und mache noch ein bisschen Lila mit rein. Das übrigens sehr cool aussieht. Also nicht jeder Look muss neutral rauskommen. Wenn ihr eine neutrale Palette seht, habt keine Angst, auch mal ein bisschen Farbe zu benutzen. Also es ist wirklich eine tolle Palette, die mir super gefällt. So, so schöne Aufbaufarben. Und ihr seht ja, ich kann schon total farbige Looks anpeilen, und unter den Augen mache ich dann noch das Türkis, und dann sieht das wieder ganz anders aus. Ich finde, die Farben haben ganz wenig Fallout. Also wenn ich das jetzt so angucke, das ist echt wenig, was hier so an Fallout ist, ja. Also das war's schon, Leute. Total hübsch. Ich trage jetzt noch ein bisschen hier auf und verblende das mit den Fingern, dass man praktisch ein bisschen softeren Übergang hat. Ich mache mir jetzt die Wimpern, bake, konturiere, mache mir was auf die Lippen und komme dann sofort zu euch zurück. Mein Gesicht ist jetzt konturiert, jetzt gehe ich in die Blush Bliss Palette und gehe in diese zwei Farben und trage mir noch etwas Farbe auf. Das ist übrigens eines der BH Cosmetic Crystal Quartz Puderquasten, und das ist ein so toller Pinsel. Das ist auch eine ganz tolle Palette, die Bliss Blush Palette von Tarte. Das ist auch eine super, super Reisegröße. Jetzt trage ich mir noch ein bisschen Highlighter auf. Und zwar trage ich mir den Opal auf. Und sparen könnt ihr woanders. Also ich liebe diese Becker Highlighter. Sie geben halt einen so tollen Glow.
Und Leute, egal wie krass man die versucht zu dupen, es gibt keine gescheiten Dupes dafür. Das kann ich aber sagen. Und ich habe bestimmt 100 Highlighter. Glaubt mir. Also ich habe wirklich selten so einen tollen Sheen. Also ich benutze ja wirklich viel davon. Meine Haut sieht dadurch immer mega, mega gesund aus. Ich habe mir jetzt irgendwie doch gegen den Eyeliner entschieden, weil ich irgendwie doch nicht dieses Augen-Make-up so versauen will, ehrlich gesagt. Ich probiere jetzt nochmal die Big Girl Bang Mascara von Benefit, weil ich habe die mal von der Alida gekriegt. Die hat die bei einem Kiosk entdeckt in so einer Zeitschrift in Köln und hat die mir mal mitgebracht, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die ist. Und also für mich ist die ganz gut, aber ja, sie ist halt nicht cruelty-free. Leute, vermeidet das einfach. Cruelty zu produzieren ist scheiße, das kann ich euch aber sagen. Die einzigen Sachen, wie gesagt, Maybelline ist bei mir jetzt halt das Problem wegen meiner Haut. Die Foundations sind ja auch von Maybelline. Auch Foundations, die ich super, super geil finde. Auch die Estée Lauder ist nicht so ganz astrein produziert. Aber da muss ich sagen, bei der Foundation ist halt irgendwie so die krasse Grundlage, aber so eine Lidschattenpalette von der Marke oder ein Blush würde ich mir deswegen nicht kaufen. Selektives Einkaufen nennt man das. Also, das ist sehr wichtig. Dann gehe ich nochmal drüber mit der Faultless Mascara von Essence, die ich übrigens schon seit Jahren für meine Stummelwimpern benutze. Ich habe eine Freundin, die hat zum Beispiel ganz, ganz tolle Lash Extensions. Aber das Problem ist, die kann sich an den Augen nicht anständig schminken, weil dann irgendwie durch das Abschminken dauernd die rausfallen würden und das wäre natürlich schlecht. Jetzt bin ich soweit eigentlich fertig mit meinem Gesicht. Ich werde jetzt in diesen türkisen Ton gehen und mir unten am Wimpernkranz entlang fahren, weil ich das schön finde, wenn das so ein bisschen noch so einen krassen Kontrast bekommt. Dann gehe ich einfach in so eine Flatbrush, die übrigens heftig ist. Wollte ich nur mal gerade erwähnt haben, die ist gerade richtig heftig. Da ist so viel Produkt drauf. Ich bin mir in den Inner Corner mit dem Metal Liquid Eyeliner von Catrice reingegangen. Und jetzt muss ich in den Spiegel gucken. Ich liebe das, mit Lidschatten meinen unteren Wimpernkranz zu machen, weil ich einfach nicht dauernd für jede Farbe einen Kajalstift dann kaufen muss, sondern ich dann einfach knallhart immer die passende Lidschatten mir einfach unter die Augen schmier und dann war's das. Total hübsch. Ich nehme jetzt noch einen Pencil Brush, also ein bisschen was Preciseres. Jetzt muss ich nur gucken, wo. So einen von Essence. Könnt ihr auch die Augen zumachen, falls es tränt. Leute, ich bin auch auf dem Weg, Kontaktlinsen mir zu kaufen. Ich habe es mir jetzt endlich durchgezogen. Ich habe jetzt endlich Mut gefunden, Kontaktlinsen. Ich habe es mir jetzt auch schon mal probeweise einsetzen dürfen. Es klappt echt gut. Es ist halt nichts für Heulsusen, das kann ich euch sagen. Also sowas Anstrengendes. Jetzt gehe ich noch ein bisschen in so eine Brush rein. Da war vorher die Farbe, die erste Transition-Farbe drauf, um es ein bisschen abzusoften, weil es einfach sonst zu hart rüberkommt. Und jetzt mache ich noch schnell meine Haare und dann komme ich zurück. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Der Look ist hiermit beendet und ich finde ihn wunderschön. Ich habe jetzt geschwind noch meine Augenbrauen aufgefüllt. Ich mag das lately total gerne, wenn die Augenbrauen sehr rauskommen, weil ich finde, es gibt dem Gesicht sehr, sehr viel Form. Ich habe ja früher diese gemicrobellten Augen gehabt, Augenbrauen. Ich habe jetzt hier übrigens einen kleinen Kumpel und hier übrigens Kumpel und einen schwarzen Strich auf meiner Hand. Und ich würde euch gerne nochmal alles zeigen, was für Farben ich benutzt habe. Ich habe zuerst die Farbe Vanilla Cream genommen, in meinem komplettes Auge damit gesettet. Ist ein sehr, sehr töner, sehr, sehr schöner Bananenton, den ihr praktisch super benutzen könnt, um euer praktisch Auge komplett zu setten. Dann bin ich in die Farbe Caramel gegangen und habe Hazelnut und Mocha genommen, um in den äußeren Rändern zu smoken. Das Pumpkin Spice habe ich hier oben Kurvenlicht, sage ich. Das habe ich hier oben im Prinzip genommen und habe es hier oben rein draufgetragen, was übrigens super aussieht. Ich trage es jetzt nochmal ein bisschen nach, weil ich möchte, dass es ein bisschen mehr rauskommt, weil ich das wunderschöne. Ihr seht ja, das ist so meine Lieblingsfarbe, Pumpkin Spice. Ist auch super buttrig, super geil vom Auftrag her, super opaque. Also da gibt es keine also krassen Fallouts.
Es ist eine sehr, sehr gut pigmentierte Palette, aber jetzt nicht so eine wie die Juvia Space Paletten, wo ich sage, ich werde erschlagen vom Pigment, sondern es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Palette, die ihr für den Alltag benutzen könnt. Sie ist super alltagsfreundlich, auch für Anfänger, sage ich mal, super geeignet. Die kostet um die 37 Euro, Leute. Wenn ihr die kauft, kauft sie bei Beauty Bay, da kriegt ihr sie praktisch zollfrei. Ihr müsst jetzt nicht auf Dominique Christensens Seite gehen, um die wirklich aus Amerika kommen zu lassen. Das würde A, viel zu lange dauern und zweitens würden die euch dann wahrscheinlich Steuern daherziehen, außer ich weiß nicht, bis 40 Euro, vielleicht habt ihr dann auch Glück. Aber das ist eine wunderschöne Palette, meine Lieben. Also ich muss sagen, die gefällt mir besser wie diese Laura Lee Palette. Ich zeige euch die mal, wenn ich sie jetzt hier rausgefummelt kriege. Ist immer so ein Problem hier, denkst du. Also das ist ja die Laura Lee Palette, ist auch eine YouTuberin. Die hat ähnliche Farben, zum Beispiel dieses da oben ist so ähnlich wie dieses Pumpkin Spice. Und also die bleiben doch alle recht safe, die Paletten. Also es ist jetzt keine YouTuberin, die ihr krasses Geld aus dem Fenster schmeißt und sagt, ja, ich habe jetzt so und so viele Euros ausgegeben und schmeißt sie raus. Das ist überhaupt nicht so. Ich finde die wunderschön. Die könnt ihr bei Beauty Bay zollfrei zu euch nach Hause liefern lassen. Ich habe die damals gesehen und wusste, ich kaufe das. Ich unterstütze so, so gerne YouTube-Freunde, die eine Startup-Firma haben. Und ich finde das einfach toll, wenn man vor allen Dingen gerade Make-up-Produktion ist wahnsinnig teuer. Gerade zum Beispiel die Auflagen sind enorm krass, was ich schon alles gehört habe. Gerade Gesundheitsfirmen, wie man das produziert, was da drinne ist und so. Ihr müsst ja euch praktisch nackt ausziehen, um praktisch zu zeigen, wie das da läuft. Ich finde das super, super, super toll, wenn jemand sich das traut, weil eigentlich haben die Leute recht, weil why not? Wir leben nur einmal, warum nicht sowas riskieren? Und wenn ihr darauf Bock habt, ich schreibe euch unten auf jeden Fall nochmal den Link rein, wo ihr diese Palette bekommen kann. Sollte da kein Link sein, ist die gerade out of stock, dann kriege ich auch keinen Link her. Und ich hoffe, dieses Tutorial hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist ein ganz einfaches Tutorial, wo ich finde, ein sehr, sehr schöner Look rausgekommen ist. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Wir wollen doch 1000 Abonnenten dieses Jahr. Wollt ihr das? Dann helft mir. Also ihr Lieben, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.